Herzliche Grüße aus der Ferne an alle Zuschauer. Es tut mir leid, dass ich nicht persönlich bei euch sein kann, aber ich bin seit Jahren hier auf den Philippinen an mehreren Projekten an der Arbeit. Wir stehen kurz vor Abschluss eines großen Projektes. Viel darüber kann ich nicht erklären, noch im Moment. Es ist ein bisschen zu heikel, die Situation. Also viele meiner Freunde haben glaubt, ich bin untergetaucht. Das stimmt nicht. Also ich bin noch sehr rege, auch am Abend immer nach meiner Arbeit im Internet tätig. Und ich bin mit Südamerika in sehr, sehr guten Kontakten. Wir haben jede Menge neue Objekte aus Mexiko, aus Kolumbien, vor allem aus Peru, neue Funde, Ausgrabungen. Und die sind insofern sehr interessant, weil sie mit der Arbeit vom Heinrich Kusch in Kloster Neuburg große Ähnlichkeiten haben. Also das wird sicher noch ein spannendes Projekt werden. Das kann aber erst nach den Philippinen passieren. Und ich bin auch noch mit der Ausstellung befasst. Ihr wisst ja, in Wien 2001 war die Ausstellung Unsolved Mysteries mit Reinhard Habeck gemeinsam. Und ich plane für circa 2026 oder 2027 wieder und noch einmal eine Ausstellung Unsolved Mysteries nach Wien zu bringen. Wir haben Anfragen aus Italien und aus England, aber für mich ist das Wichtigste, noch einmal in Wien zu zeigen mit vielen, vielen Objekten, die 2001 schon in der Ausstellung waren, aber auch viele, viele neue. Ich versuche nur ganz kurz ein Video zu zeigen. Wir sind hier an Grabungen tätig, die teilweise ins Archäologische gehen, die aber auch teilweise in den Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Und zwar haben japanische Soldaten bzw. Militär aus Südostasien viele Kulturgüter aus Museen, aus Sammlungen, aus Tempeln auf die Philippinen gebracht und haben sie hier vergraben. Wir sind an einer Grabung kurz vor dem Ziel. Wir sind jetzt insgesamt 55 Meter tief unter der Erde. Und zwar in verschiedenen Schächten, die senkrecht nach unten gehen und dann Verbindungstunnels haben. Der erste Schacht geht 12 Meter nach unten, der zweite Schacht geht 30 Meter senkrecht nach unten. Und dann auf drei kleineren Schächten sind wir jetzt auf 55 Meter. Das ist einfach ein Abenteuer und eine Arbeit. Das ist sicher das schwerste Projekt, was ich bis dato in meinem Leben gemacht habe. Aber wer mich kennt, weiß, was ich angefangen habe, habe ich bis jetzt immer noch zu Ende geführt. Und auch dieses Projekt werden wir zu Ende führen. Und es schaut sehr, sehr gut aus. Ich möchte euch ganz kurz einen Film zeigen aus 42 Meter Tiefe. So. Da sieht man mich in 42 Meter Tiefe, den Tunnel, den wir wieder ausgegraben haben. Den haben die Japaner komplett mit gleich aussehendem Material gefüllt. Das war sehr, sehr schwierig zu finden. Da sind immer eingebaut kleine, wir nennen sie Marker. Das sind kleine Herzen, viele Muscheln und solche Objekte, damit man weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Gefüllt haben sie es teilweise dann mit Sand, der mit Chemikalien gehärtet ist. Und man muss verdammt aufpassen, weil sie Cyanid verwendet haben, also ins Material eingebaut, Cyanid tödlich und Bomben, also explosiv, Minen und Bomben. Und also es ist schon ein bisschen eine lebensgefährliche Geschichte, aber interessant. Und Gott sei Dank, toi, 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 ist uns nichts passiert. Also mit Dowsing, hier sieht man jetzt, Moment, hier, auf dem Bild hier sieht man eine große Kugel.
die ist künstlich gemacht aus Zement. Und wenn man hier falsch gräbt, dann kann die herunterfallen und kann einen praktisch töten. Es hat einen Japaner hat hier vor 4 Jahren erwischt. Der hat Ausgrabungen gemacht und da ist über ihm so eine Kugel dann eingebrochen und er ist getötet worden. Vor 2 Jahren haben drei Filipinos ihr Leben verloren, weil sie einen Zyanidkanister angegraben haben, der im Zement eingebaut war. Und die haben auch sofort ihr Leben verloren. Also ungefährlich ist es nicht, aber wir haben einen guten Schutzengel bei uns. Und Sie sehen, der Tunnel selber ist relativ nieder und nicht sehr weit. Und wenn man ihn weiter und höher macht, dann besteht eben die Gefahr, dass man dann auf diese Fallen stößt und dann sein Leben verliert. Also man muss schon verdammt aufpassen. Und Sie sehen den Schlauch für die Frischluftzufuhr. Und es ist relativ heiß unter der Erde. Und was mich am meisten gewundert hat, in 30 Meter Tiefe haben wir auf einmal einen Empfang am Handy gehabt, was eigentlich komplett unerklärlich ist. Da haben wir mit Bambus abstützen müssen, weil teilweise Lehm eingebaut wurde. Und wenn der Lehm Frischluftzufuhr bekommt, dann wird er trocken und kann dann Sprünge bekommen und kann dann einbrechen. Das wollte ich euch nur ganz kurz zeigen. Also jeden Tag bin ich unten mit meinen Leuten. Ich habe 8 Leute, die mir helfen. Und es ist wirklich eine schwere Arbeit, aber ich hoffe, dass wir ins Ziel gelangen und dann hat sich's auf jeden Fall rentiert und ich bin schon gespannt, welche Artefakte wir finden werden. Und die werde ich dann sicherlich versuchen, einige davon auch nach Österreich zu bringen, wenn ich die Ausstellung machen kann. Also das ist das Abenteuer jetzt hier auf den Philippinen. Dann gehe ich wieder raus und versuche, meine Präsentation zu zeigen. Das sieht man. Man sieht es da. Moment. Ach. Sieht man? Okay. Dann bin ich bei zwei internationalen Projekten auch involviert. Darüber darf ich aber nichts sagen, weil ich ein Non-Disclosure Letter unterzeichnen musste, der Geheimhaltung praktisch von mir verlangt. Aber ich hoffe, in einigen Monaten werdet ihr über die beiden Projekte dann erfahren. Ich werde es dann, wenn es publik ist, sofort ins Internet auch stellen. Das sind zwei sehr, sehr interessante Projekte und es hat mit Atlantis zu tun. Und möchte ich jetzt einige Sachen zeigen. Ah, da noch ein Foto von mir von gestern. Das wurde gestern in 55 Meter aufgenommen. Und Sie sehen auf der linken Seite und auf der rechten Seite ganz harte Wände. Und an der Vorderfront ist nicht ganz so hartes Material, also das sogenannte Füllmaterial. Und wir haben schon ein lautes Echo und ich hoffe, dass wir demnächst den ersten Raum erreichen werden in 55 Meter Tiefe. So, dann sehen Sie hier die Piri-Reis-Karte, wo auch der runde Kreis quasi Atlantis darstellen könnte. Genaues weiß man nicht, aber wir haben ja in der Ausstellung 2001
aus Ecuador den dort gefundenen und von uns genannten Weltkartenstein gezeigt. Das ist ein großer Granitblock, der eine normale Quarzader hat hier und dann kleinere Quarzadern. Und hier sehen Sie Eingravierungen, die Saudi-Arabien, das Mittelmeer, Italien, Griechenland zeigt. Und da ist ein Auge eingelegt. Das ist ungefähr im Nahen Osten, höchstwahrscheinlich in der Gegend von Israel. Und die Quarzader geht dann weiter über das Mittelmeer. Hier eine Nahaufnahme von dem Auge, dem eingelegten. Und die natürliche Quarzader geht dann über den Atlantischen Ozean. Und Sie sehen hier einen Kontinent, der heute nicht mehr existiert. Und diese Quarzader geht dann in die Bucht von Guayaquil, Ecuador. Und dort gibt es eine Einlegearbeit und einen runden Punkt eingelegt hier. Und das ist die Gegend von La Mana in Ecuador, wo dieser Stein mit weiteren über 300 Artefakten bei Goldgräberarbeiten ausgegraben wurde. Und der Großteil der Artefakte hat nichts mit bekannten präkolumbianischen Kulturen zu tun. Hier sehen Sie den Globus und daneben die zwei Darstellungen, die Eingravierungen in den sogenannten Weltkartenstein. Interessant aber auch hier, wo heute Japan ist und Taiwan und teilweise auch philippinische Inseln, da gab es hier einen länglichen Kontinent, der alle diese Inseln verbunden hatte, auch heute nicht mehr in dieser Art existierend. Wir arbeiten auch hier an zwei archäologischen Ausgrabungen in Mindanao und da vermute ich, dass wir demnächst auch Sachen finden werden, die mit der Vergangenheit zu tun haben. Dann kommen wir zum Auge von Afrika in Mauretanien, das sogenannte Richard Structure. Da habe ich 2004 von einem österreichischen Ehepaar, das in Südafrika lebt, bereits Fotos bekommen. Die haben vor Ort Recherchen angestellt. Und sie vermuten auch, dass das nicht natürliche Sache ist, sondern das könnte eine der sogenannten atlantischen Städte darstellen. Was sie in der Nähe dieser Struktur gefunden haben bei Einheimischen, sind Objekte, die Sie hier sehen. Und Sie werden in der Fortsetzung ähnliche Objekte sehen, die in Südafrika von Michael Tellinger gefunden wurden, aber auch Objekte, die bei Ausgrabungen an der bosnischen Pyramide gefunden wurden. Immer wieder Steinobjekte, die nach Forschungen durch Michael Tellinger und Experten in Südafrika Energie erzeugen. Also das wäre sicher für freie Energieentwickler eine interessante Geschichte, nähere Untersuchungen anzustellen. Das sind Fotos eben aus Mauretanien in der Nähe dieser Struktur. Das ist eine große Steinplatte, die perfekt bearbeitet ist und die Einheimischen dort haben sie genannt Surfbrett Gottes. Alleine aus Stein so ein Objekt herzustellen, ist sicher keine leichte Arbeit. Dann gehen wir kurz nach Venezuela. Hier sehen Sie Señor Otilio, das ist ein Privatforscher aus Venezuela, der mir viele Fotos geschickt hat über Steinstrukturen, die aber von Menschen bearbeitet wurden, die im Dschungel von Sucre in Venezuela von ihm und weiteren Freunden gefunden wurden. Objekte, wo man sieht, dass auch Eingravierungen wie Schriftzeichen und Darstellungen in den Steinobjekten eingearbeitet sind.
auch große Steinkugeln. Die berühmtesten sind ja in Costa Rica gefunden worden, aber es wurden auch solche Steinkugeln weltweit gefunden, auch in Bosnien und aber auch hier im Dschungel von Venezuela. Hier eine weitere Kugel, die gefunden wurde. Das sind alle Steinformationen, die müssen auf ein sehr, sehr hohes Alter zurückgehen. Und das ist wiederum interessant für Gunnar, für seine Forschungen im Steinmeer, weil ja auch Steine gefunden werden, die darauf schließen lassen, dass es wirklich von Menschen bearbeitet wurde und wahrscheinlich in der Zeit sehr, sehr weit zurückgehen. Große Steinblöcke. Was Herr Ottilio mitgeteilt hat, für weitere Grabungen, die ja sehr kompliziert sind im Dschungel, fehlen die Finanzierungen. Und vielleicht gibt es irgendwann einmal Sponsoren oder Investoren, die bereit sind, für eine Expedition und Ausgrabung in Venezuela finanzielle Unterstützung zu geben. Das wäre sicher eine interessante Geschichte und das würde ich auf jeden Fall auch gerne machen. Auch hier sieht man hundertprozentig, dass das keine natürliche Formation ist. Wieder mit Herrn Ottilio selbst am Bild. Große, riesige Steinarbeiten. Also das wäre sicher eine interessante Geschichte, hier archäologische Grabungen zu machen. Auch hier sieht man perfekt, dass das keine natürliche Steinformation ist. Dann gehen wir kurz nach Südafrika. Das war einer meiner Besuche bei Michael Dellinger, bei den sogenannten Steinkreisen. Da gibt es ja tausende, zigtausende Steinkreise in Südafrika, wo Michael Dellinger ja mit Experten Untersuchungen gemacht hat, die festgestellt haben eben, dass innerhalb dieser Steinkreise Energie erzeugt wird, dass die Erde in der Nacht dort wärmer ist als außerhalb der Steinkreise, was wiederum den Reflex hat, dass Tiere gerne innerhalb der Steinkreise schlafen. Und das war auch einer der Punkte, warum die südafrikanischen Archäologen gemeint haben, dass das Stallungen waren. Aber tausende und tausende Stallungen, die miteinander durch Kreise verbunden sind und so weiter, das ist eigentlich überhaupt keine logische Erklärung. Ne? Das war Peter Handl, ein begnadeter, wie soll man sagen, Energetiker, der innerhalb einiger dieser Steinkreise auch Untersuchungen gemacht hat und auch festgestellt hat, dass es unwahrscheinliche Energien erzeugt. Es ist wirklich eine Reise wert, wer immer die Möglichkeit hat. Michael Dellinger veranstaltet ja Führungen in Südafrika. Eine Reise dorthin würde sich auf jeden Fall lohnen, denn es gibt interessante Sachen, jede Menge zu besichtigen. Das sind Flugaufnahmen von solchen Steinkreisen. Und hier sieht man, wie viele ineinandergehende Steinkreise es gibt. Also absolut irreal, wenn man sagt, dass das Stallungen waren. Weil dann kommt die nächste Frage, wo haben dann die Leute gelebt? Wo waren die Unterkünfte der Menschen, die diese vielen, vielen Tiere praktisch beaufsichtigt haben? Und auch hier wurden solche, Sie erinnern sich an das Bild vorher aus Mauretanien, auch hier wurden solche Steinkugeln mit Löchern gefunden. Und da hat Michael Dellinger mit spirituellen beziehungsweise Energetikern gearbeitet und die haben eben festgestellt, dass man mit diesen Kugeln Energien erzeugen kann. Und er hat einmal eine dieser Kugeln nach USA gebracht, weil er eingeladen war von Nassim Haramein für einen Vortrag. Und da hat er schwere Probleme am Zoll gehabt, weil diese Kugel den
den Scanner komplett durcheinander gebracht hat. Der Scanner konnte kein Bild vom Objekt, vom Kofferinhalt bringen. Deswegen musste er den kompletten Koffer auspacken und sie haben eben außer dieser Steinkugel drinnen nichts vorgefunden. Und das hat mich wieder erinnert an das Wasser von La Mana aus Ecuador, wie ich damals einige Flaschen, das war glaube ich 2003 oder 2004, habe ich Wasser von der berühmten Quelle in La Mana in Plastikflaschen mitgenommen nach Österreich. Das waren 10,5 Liter Plastikflaschen mit diesem Quellwasser. Da war ich mit meinem Freund dort und wir haben dann eingecheckt in Guayaquil. Dann wurde ich ausgerufen und wurde in einen speziellen Raum gebracht. Da stand mein Koffer und der Karton mit den Plastikflaschen, mit dem Wasser, umringt von bewaffneten Soldaten. Und ein Offizier hat mich gefragt, ob das mein Gepäck ist. Habe ich gesagt, ja. Dann hat er mich gefragt, was in dem Karton ist. Dann habe ich ihm gesagt, eben 10,5 Liter Flaschen mit Ecuador Mineralwasser aus einer Quelle. Dann musste ich den Karton zum Scanner bringen. Dreimal durch den Scanner wurde er geschickt. Dann musste ich den Karton öffnen, die Flaschen einzeln herausholen. Dann, nachdem nichts gefunden wurde, hat der Offizier telefoniert. Dann kam ein Arzt mit einer leeren Injektionsspritze, hat dann aus einigen Flaschen Wasser entnommen und ist wieder weggegangen. Das hat circa 30 Minuten gedauert. Dann ist er wieder gekommen, hat mit dem Offizier geredet und der hat dann gesagt, ich soll die Flaschen wieder einpacken und ich kann gehen. Da ist mir ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Wir sind dann von Guayaquil direkt nach Bogota geflogen und ich habe zu meinem Freund gesagt, jetzt werden wir am Flughafen die gleichen Probleme wieder kriegen. Da war überhaupt nichts. 3 Tage später sind wir dann wieder nach Europa geflogen. Und ich habe zu ihm gesagt, wir gehen auf jeden Fall 3 bis 4 Stunden früher am Flughafen, weil wenn wir wieder das gleiche Problem haben, dass wir genügend Zeit haben. Wir haben dort eingecheckt, ist nichts passiert. Wir sind über Amsterdam nach Wien geflogen. In Wien habe ich meinen Koffer und den Karton genommen und wir konnten rausgehen, bei nichts zu verzollen. Und circa 50 Meter dahinter habe ich in 2 Marken, also zivile Zollfahndung, geschaut und die beiden Herren haben mich wieder mitgenommen hinein in einen Raum mit einem Scanner. Und der eine Beamte hat mich gefragt, woher ich komme und was ich gemacht habe. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich war in Ecuador und habe für meine Ausstellung Unsolved Mysteries Recherchen angestellt, worauf der zweite Beamte dann gesagt hat, was, Sie haben die Ausstellung gemacht? Sage ich, ja, warum? Sagt er, super Ausstellung, ich war 2-mal mit meiner Gattin dort, haben Sie wieder was gefunden? Dann habe ich gesagt, ja, Knochen von einem 7,50 Meter Menschen. Dann hat er gelacht, hat er glaubt, das war Spaß. Dann hat er gesagt, wissen Sie, warum wir Sie herausgeholt haben? Habe ich gesagt, ja, wegen dem Karton, aber da habe ich schon in Guayaquil mit der Zollbehörde Probleme gehabt. Und dann haben sie mich gefragt, was ist da drinnen? Dann habe ich gesagt, ja, 10 Plastikflaschen mit jeweils 1,5 Liter Wasser aus einer Quelle aus Ecuador. Und dann hat der eine Beamte gesagt, schauen Sie, wenn wir einen Karton mit Plastikflaschen mit Wasser in den Scanner schicken, dann sehen wir die kolorierten Schatten, also Schattierungen der Plastikflaschen. Da hat er gesagt, schauen Sie aufs Bild. Und ich habe aufs Bild geschaut und das war schwarz. Und da habe ich gesagt, Sie haben ja kein Foto gemacht. Sagt er, oh ja, aber wir konnten eben nicht erklären, wieso wir kein Bild sehen. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass dieses Wasser sehr, sehr hohe Bovis-Werte hat. Und das dürfte auch bei diesen Steinkugeln der Fall sein. Deswegen hatte Michael Dellinger in Südafrika am Zoll die gleichen Probleme wie ich mit dem Wasser. Also interessante Sachen auf jeden Fall für Energetiker oder Experten in freier Energie. Hier ein Bild der bosnischen Sonnenpyramide.
mit Sam Osmanagic einige der Objekte dort. Und auch hier viele Artefakte, auch mit Schriftzeichen, die wiederum, wenn ich dies, als ich dieses Bild gesehen habe und das Buch von Heinrich Kusch von den Schriftzeichen, die in der Apostelkapelle in Klosterneuburg an Objekten gefunden wurden, habe ich mir gedacht, da ist sicher eine große Ähnlichkeit und es war sicher wert für Experten, diese Schriftzeichen aus den bosnischen Pyramiden mit den Schriftzeichen von Objekten, die in Klosterneuburg gefunden wurden, zu vergleichen. Auch hier die Altersdatierungen von Professor Heinrich Kusch, 50 bis 60.000 Jahre, und Altersdatierungen der bosnischen Pyramiden von organischem Material von bis zu 32.000 Jahren, wäre sicherlich mehr als interessant, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Und jetzt komme ich wieder auf Peru, auf Artefakte, die dort vor kurzer Zeit ausgegraben wurden, die auch mit Objekten, die in Klosterneuburg gefunden wurden, eine sehr, sehr hohe Ähnlichkeit haben. Und auch dort wird von unterirdischen Höhlenanlagen gesprochen. Hier sehen Sie Artefakte, also Steinobjekte, die innerhalb der bosnischen Pyramiden gefunden wurden. Auch Steinkugeln, die in der Nähe der bosnischen Pyramiden gefunden wurden. Und dann sind wir hier in Ecuador, in Yanganati. Das ist ein riesiges Dschungelgebiet im Westen von der Hauptstadt Quito. Auf dem Foto sehen Sie Manuel Palacios, einen Spitzenexperten und Recherchierer aus präkolumbianischer Kultur in Südamerika, der auch Experte ist in den Cuevas de los Tayos. Das sind riesige unterirdische Anlagen in Ecuador. Hier sehen Sie ihn auf dem Bild auf einer Steinformation, und er war mit seinem Vater, der professioneller Geologe ist, vor Ort, der festgestellt hat, dass das definitiv keine natürliche Steinformationen sind, sondern Teil einer Pyramide, die komplett überdeckt ist mit Erde und nur Teile davon sind freigelegt. Und wir haben ihn genau nach den Koordinaten in der Umgebung Scans gemacht und es gibt weitere Pyramiden. Zwei neben dieser und ganz in der Nähe gibt es noch weitere Pyramidenanlagen. Auch hier interessant, und das ist auch eines der Punkte, solange meine Gesundheit es zulässt, da möchte ich auch noch mit Manuel Palacios einmal vor Ort gehen und hier Untersuchungen zu machen. Und auch hier sehen Sie Nahaufnahmen von diesen Blöcken, die quasi einen Teil dieser Pyramide darstellen. Dann noch ein Blick nach Yonaguni, das ja gar nicht so weit von hier entfernt ist. Wäre auch noch einmal eine Reise wert, aber Tauchen ist nicht ganz meines. Also unter der Erde habe ich kein Problem, aber unter Wasser, da habe ich während meiner Zeit zur Seefahrt genug Sachen gesehen, die mich davon hindern, solche Tauchunternehmungen zu machen. Mache ich sicher nicht. Also wie gesagt, unter der Erde jederzeit, aber unter Wasser lieber nicht. Dann sehen Sie hier ein Bild aus Kreta, einer unterirdischen Labyrinthanlage. Diese Fotos habe ich vom Professor Muldashev bekommen, der diese Delegation damals in Kreta geleitet hat, der mich vor Jahren in Wien besucht hat, weil er eben die Recherchen für Riesen, die ich gemacht habe, da hat er sich mit mir 3 Tage lang unterhalten. Und jetzt komme ich wieder auf Klosterneuburg zurück, auf die Unterlagen und auf das Buch von Heinrich Kusch, wo er über Samadhis spricht. Professor Muldashev hat ja das Buch geschrieben, Das dritte Auge.
wo er eben über seine Forschungen in Tibet, über diese unterirdischen Tunnelanlagen mit den sogenannten Samadhis, den schlafenden Menschen, die keine körperlichen Funktionen haben, die aber nach Aussage der tibetischen Mönche mit dem silbernen Faden, mit dem Universum verbunden sind und jederzeit wieder zurück ins Leben kommen könnten. Wenn Sie sich hier diese unterirdischen Labyrinthe anschauen, dann ist die Riesenfrage, wenn Sie den russischen Forscher daneben sehen, wieso man so riesige unterirdische Anlagen gebaut hat, Labyrinthe. Und ein Freund von mir hat mir mitgeteilt und hat mich gebeten, auf jeden Fall auch nach Kreta zu kommen. Die haben eine unterirdische Anlage gefunden und er hat es so beschrieben, die haben einen Steinaltar gefunden, wo ein komisch gekleideter, menschenähnliches Wesen auf dem Altar lag und daneben über 100 menschliche Schädel gefunden haben. Da haben sie schon etwas Angst bekommen und dann hat er mir erklärt, dass sie einen Raum gesehen haben, und in diesem Raum waren schwebende Steine. Und da haben sie aber zu viel Angst bekommen und sind dann sofort raus. Und wie er mir das erzählt hat, habe ich ihn gebeten, wenn ich nach Kreta komme, dass sie mich dorthin bringen. Denn ich würde auf jeden Fall versuchen, dort in diesen Raum reinzugehen. Also auf jeden Fall auch eine interessante Geschichte. Hier noch einmal das Foto. Und ich glaube, meine Zeit geht langsam zu Ende. Noch einmal zurückzukommen auf unterirdische Tunnelanlagen. Ich habe aus Tschetschenien und aus der Nachbarschaft Provinz Bilder bekommen von Schächten, die senkrecht in die Erde gehen, die aussehen wie Liftschächte. Und ein russisches Team dort hat sich abgeseilt auf circa 40 Meter und dort haben sie dann Stimmen und Laute gehört und haben es dann mit der Angst bekommen und sind dann sofort wieder nach oben. Und genau in der Gegend hat auch im Zweiten Weltkrieg das Ahnenerbe Forschungen angestellt und ich habe Nahaufnahmen und Bilder bekommen von Satellitenaufnahmen, die ausschauen, als ob ein Meteorit eingeschlagen hätte, aber eine Einschlagstelle durch Meteoriten hat Auswürfe dort nicht. Und Scans haben dort ergeben, dass unterirdische Anlagen in 67 Meter vorhanden sind. Die Russen wollen demnächst eine dieser Schächte noch einmal erforschen und ich bekomme dann weitere Informationen darüber. 67 Meter ist insofern interessant, weil im Buch von Heinrich Kusch auch steht, dass es einen Schacht gibt in Klosterneuburg, der aber nur bis circa 60 Meter feststellbar war mit dem Ground Penetrate Radar, mit dem Bodenradar. Und ich vermute, dass dieser Schacht auf jeden Fall an die 67 Meter geht, denn dieses berühmten 67 Meter haben wir bereits in mehreren Ländern bei unterirdischen Anlagen feststellen können. Warum 67 Meter? Das wäre interessant für Leute, die sich eben mit solchen Zahlen und Sachen befassen. Da fehlen mir die Informationen, warum 67 Meter, aber das dürfte irgendeinen Sinn haben. So, dann möchte ich mich langsam von euch allen verabschieden. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt und ich kann euch versprechen, sobald wir hier mit den Arbeiten fertig sind, werde ich die Informationen und Bilder ins Internet stellen bzw. bekannt geben. Herzlichen Dank, dass ihr mir zugehört habt und bitte wünscht mir Glück und dass uns nichts passiert und ich wünsche euch noch einen wunderschönen, unterhaltsamen
Vormittag und Nachmittag.